Ein anderer Kern des Denkste-Projekts sind die interaktiven Live-Veranstaltungen. Und wir wollen Ihnen jetzt eine Idee davon geben, wie es sich anfühlen könnte, bei einem Denkste-Abend mit dabei zu sein. Wir möchten Sie heute in eine ferne Zukunft mitnehmen. In dieser Zeit gibt es eine Wissenschaftlerin, Mary Tanke, eine Expertin auf dem Gebiet der Farben. Angefangen in der Physik. Mary weiß alles, was es über Licht als elektromagnetische Welle zu wissen gibt. Und über Photonen. Sie schrieb ihre Doktorarbeit über den Welle-Teilchen-Dualismus. In der Materialkunde befasst sie sich mit verschiedenen materiellen Trägern, die das Licht in einem bestimmten Spektrum reflektieren oder brechen. Sie weiß Bescheid über Farbton, Tiefen, Temperatur, Sättigung und Kontrast. Auch die neurowissenschaftlichen und medizinischen Aspekte haben es Mary angetan. So weiß sie die genaue Kombination von Wellenlängen des Sonnenlichts, die auf unsere Netzhaut auftrifft. Sie kennt die exakten Frequenzen der jeweiligen Farben. Sie weiß, dass so elektrische Impulse an das Gehirn geleitet werden und kennt den genauen Vorgang, wie diese Signale im zentralen Nervensystem zu einem Farbeindruck, blau, grün, rot, weiterverarbeitet werden. Außerdem weiß Mary auch über Krankheiten wie Mono- und Dichromasie und anderen Arten von Farbfehlsichtigkeit Bescheid. Aber Mary kennt sich auch mit der psychologischen Rezeption von Farben aus. Beispielsweise ist sie bestens mit der Farbsymbolik vertraut und forscht dazu, was wir mit bestimmten Farben assoziieren und wie Farben Emotionen in uns provozieren können. Grün gilt als Farbe der Hoffnung und Rot wird im Zusammenhang mit Aggression gebracht. Doch auch hier hört Marys Wissen nicht auf. Sie setzt sich in ihrer Forschung außerdem intensiv mit dem kulturgeschichtlichen Hintergrund von Farben auseinander. Sie beschäftigt sich im Rahmen der Literaturwissenschaften zum Beispiel mit Goethes Farbenlehre. Und innerhalb der empirischen Ästhetik analysiert sie mittels Hirnscans, wie Probanden auf Farben und deren Komposition reagieren. Auf all diesen Gebieten, in den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, hat Mary, so nehmen wir an, vollständiges Wissen. Das heißt, sie hat perfekte naturwissenschaftliche Kenntnis darüber, wie wir Farben sehen. Alles, was es objektiv über Farbe, Licht, das Auge, das Hirn, physikalisch, chemisch, neurobiologisch zu wissen gibt oder was darauf zurückführbar ist, weiß sie. Eine Sache haben wir Ihnen bis jetzt verschwiegen, aber die ist wichtig. Mary Tanke ist aus welchen Gründen auch immer gezwungen, die Welt aus einem schwarz-weißen Labor zu erforschen. Und dort gibt es nur monochromatisches Licht. Sie selbst hat also noch nie Farben gesehen. Aus eigener Erfahrung kennt sie nur Graustufen. Mary Tanke ist aber nicht nur brillant, sondern auch ausgezeichnet. Denn sie gewann für ihre Forschung einen renommierten Wissenschaftspreis. Mit diesem Preis standen ihr plötzlich einige Türen offen. Die wichtigste von allen, die Tür ihres Schwarz-Weiß-Labors. Mary darf ihr schwarz-weißes Leben im Labor verlassen. Sie sieht zum ersten Mal das, worüber sie alle physikalischen Informationen kennt. Das Rot einer reifen Tomate, das Grün des Blätterdachs der Bäume und das Blau des Himmels. Wie ist es, eine rote Tomate zu sehen? Wie fühlt es sich an? Mary verfügt durch alle Wissenschaften hinweg über ein vollständiges Wissen über Farben. Indem Mary das Schwarz-Weiß-Labor verlässt und mit der Farbumwelt interagiert, lernt sie,
etwas Neues? Was meinen Sie? Und jetzt möchte ich Sie bitten, ganz intuitiv abzustimmen. An einem normalen Denksterabend würden wir das per Smartphone ermöglichen. An diesem Abend wollen wir uns aber mit einem Handzeichen begnügen. Dazu nutzen Sie am besten die Postkarten, die Sie hoffentlich an Ihren Plätzen vorgefunden haben. Wenn Sie der Meinung sind, dass Mary etwas Neues lernt, wenn sie aus ihrem Schwarz-Weiß-Labor in eine bunte Welt tritt, dann halten Sie bitte jetzt Ihre Postkarte hoch. Ja, die überwältigende Mehrheit. Danke. Und jetzt bitte diejenigen, die nicht glauben, dass sie was Neues lernt. Ja, seltene Skeptiker. Wenn Sie glauben, dass Mary etwas Neues lernt, dann folgen Sie gewissermaßen der inhärenten Überzeugungskraft des Arguments. Wenn Sie allerdings nicht glauben, dass sie etwas Neues lernt, dann haben Sie vielleicht noch Zweifel an den Details des Experiments. Sie haben einfach keine starke Intuition oder Sie möchten ihr aus guten Gründen nicht nachgeben. Aber bevor wir jetzt in die Details einsteigen, möchte ich das Gedankenexperiment noch kurz innerhalb der Philosophie verorten. In dem Gedankenexperiment geht es ja um das Verhältnis, was zwischen Mary und der für sie erfahrbaren Welt besteht. Und genau um solche Fragestellungen geht es in der sogenannten Philosophie des Geistes. Welches Verhältnis besteht zwischen Welt, Körper und Geist? Welche Mechanismen liegen unseren Erfahrungen, ja unserem Bewusstsein zugrunde? Das Gedankenexperiment um Mary können wir als eine Formulierung, ja Zuspitzung, so welcher Fragestellungen verstehen. Wir gießen also gewissermaßen unsere abstrakten Fragestellungen in ein ganz plastisches Szenario. Jetzt haben wir da also diese Mary, die noch nie zuvor Farben gesehen hat und die Frage, ob sie etwas Neues lernt, wenn sie es dann auf einmal doch tut. Aber warum sollte uns dieses fiktive Szenario eigentlich interessieren? Ist das nicht am Ende nur ein Spiel mit Worten, ob man Marys neu gemachte Farberfahrung als etwas Lernen bezeichnen möchte oder nicht? Nein. Denn wenn Mary durch ihre eigene Farbwahrnehmung etwas dazulernt, wenn sie hier neues Wissen erwirbt, dann spricht das entschieden gegen eine ganz bestimmte, ziemlich beliebte und verbreitete Position in der Philosophie des Geistes, den Physikalismus. Unter Physikalismus können wir hier in einem weiten Sinn die Auffassung verstehen, dass alles Wissen über die Welt physikalisches Wissen ist oder sich auf dieses Wissen zurückführen lässt. Physikalisches Wissen über Farben und solches, das sich darauf zurückführen lässt, das hat Mary ja. Das haben wir am Anfang unseres Gedankenexperiments ja so festgelegt. Wenn sie jetzt also durch ihre Farbwahrnehmung etwas Neues dazulernt, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass es da noch anderes, noch mehr Wissen gibt als bloß das physikalische Wissen. Farbwahrnehmung und andere phänomenale Erlebnisse gehen dann über dieses physikalische Wissen hinaus. Und wenn das der Fall ist, dann lernt Mary etwas Neues dazu, dann erweist sich der Physikalismus als falsch und dann stellt sich die Frage, was gibt es denn da noch für Alternativen? Hinter der Annahme, dass sich das Wissen über die Welt in physikalischen, chemischen und neurobiologischen Wissen erschöpft, steht eine bestimmte monistische Auffassung über die Beschaffenheit der Welt. Physikalistinnen glauben, dass alle Dinge, die es im Universum gibt, physikalische Dinge mit rein physikalischen Eigenschaften sind. So gibt es Elektronen und Higgs-Bosonen, Gravitationsfelder und Wellen, elektrisches Geladensein und vieles mehr. Aber das ist alles. Der menschliche Geist ist auf irgendeine Weise bloß ein Produkt aus diesen im weitesten Sinne materiellen Bausteinen und Eigenschaften. Deswegen weiß man auch schon alles über die Welt, wenn man alles über die Physik der Welt weiß. Wenn man nun aber glaubt, dass das Gedankenexperiment um Mary die monistische Position des Physikalismus widerlegt, dann muss man eine Gegenposition einnehmen.
Eine Gegenposition ist der Dualismus. Eine Spielart des Dualismus sagt, dass es neben Materie auch etwas anderes gibt. Eine andere Art von Existierendem. Das Geistige oder das Seelische. Descartes zum Beispiel hat das vertreten. Andere Dualistinnen hingegen glauben, dass es in der Welt zwar bloß Materie gibt, zum Beispiel Steine oder Gehirne, dass diese aber zwei völlig verschiedene Arten von Eigenschaften haben können. Physikalische Eigenschaften oder eben auch geistige Eigenschaften. Zu letzteren zählen insbesondere die qualitativen Eigenschaften, wie zum Beispiel das ganz spezifische So-Sein einer Rot- oder Grünempfindung. Und die, so sagen Eigenschaftsdualistinnen, können von der Physik eben nicht eingefangen werden. Tja, nun haben wir eine ganze Reihe von Herausforderungen vor uns, wenn wir uns in die Schuhe von einer Physikalistin versetzen. Wie könnte so jemand nun reagieren? Eine Möglichkeit wäre, den Dualismus seinerseits zu kritisieren und zu sagen, gibt es nicht eine ganze Reihe von Interaktionsbeziehungen zwischen dem Mentalen und dem Physischen? Zum Beispiel, wenn mich ein Schlag trifft und mich Schmerz empfinde, gibt es da ein physisches Ereignis, das zu einem mentalen Erleben führt. Oder wenn ich eine Entscheidung treffe und eine Handlung ausführe, dann führt ja eine Regung meines Geistes zu einer Regung meines Leibes und vielleicht auch zu anderen physischen Veränderungen, weil ich Dinge greifen kann oder sowas. Und wenn das Physische und das Mentale nun so strikt voneinander getrennt sind, wie ist sowas überhaupt denkbar? Aber unabhängig jetzt von den möglichen Problemen, die man mit dem Dualismus hat, man muss doch auch, wenn man den Physikalismus vertreten möchte, vor der eigenen Haustür kehren. Und da sind wir wieder bei unserer Mary. Lernen Sie nicht was? Lernen Sie nicht wirklich was? Muss man das leugnen, wenn man an dieser Position des Physikalismus festhalten möchte? Hier ist eine Möglichkeit. Man könnte sagen, ja, Mary lernt etwas. Ja, Mary erwirbt in der Tat neues Wissen. Aber sie erwirbt kein Wissen neuer Tatsachen, kein Knowing That. Stattdessen erwirbt sie neues Knowing How, neue Fähigkeiten, neue Fertigkeiten, neue Kompetenzen. Denn das ist ja auch irgendwo wahr, ne? Sie kann jetzt was sie vorher nicht konnte. Sie kann jetzt Farben selbst durch eigene sinnliche Wahrnehmung erkennen, unterscheiden, wiedererkennen und so weiter. So gesehen erwirbt Mary also in der Tat neues Wissen, aber kein Wissen neuer Tatsachen, denn die, daran soll ja gerade festgehalten werden, alle diese Tatsachen, die es gibt in der Welt, kannte sie ja schon. Damit wäre der Einwand entkräftet, aber vielleicht auch zu einem gewissen Preis. Denn nun haben wir da diese Unterscheidung zwischen Knowing How und Knowing That. Und wir können uns fragen, ist die denn so klar? Und vor allen Dingen, ist sie strikt? Ja, gibt es da nicht allerlei Bedingungsverhältnisse zwischen den beiden Dingen, dass man bestimmte Tatsachen kennt und bestimmte Dinge kann? Geht das so ganz mit so einem Strich dazwischen? Ja. Wir hätten also ein Problem gelöst, aber wir hätten ein anderes Problem dafür aufgeworfen. An einem normalen Denksterabend würden Sie natürlich viel mehr philosophische Hintergründe noch präsentiert bekommen. Und danach würden Sie nochmal abstimmen, und zwar über dieselbe Frage. Aber durch unsere Veranstaltung wissen wir mittlerweile, dass dabei nicht dieselbe Antwort rauskäme. Jetzt denken Sie vielleicht so, wie frech sind die? Ich könnte doch mich entscheiden, die Karte genau dann hochzuheben, wenn die Frage kommt. Das könnten Sie machen, das könnten auch alle hier im Saal machen und dann hätten wir die gleichen Abstimmungsverhältnisse. Aber Sie hätten Ihre Entscheidung auf einer breiteren, anderen Grundlage getroffen. Sie hätten vielleicht Aspekte mit einbezogen, die Sie vorher noch nicht bedacht hatten. Sie hätten vielleicht ein bisschen anders über diese Aspekte reflektiert. Und genau diese zweite Abstimmung machen wir jetzt nicht. Stattdessen werden wir und möchten wir als Team unser gemeinsames Nachdenken mit Ihnen ein bisschen ausweiten. Sie haben ja vorhin intuitiv über die Frage abgestimmt, ob Mary etwas Neues lernt oder nicht. Und wir könnten die Frage jetzt für uns, die wir hier versammelt sind, etwas modifizieren.
Mary tritt ja aus ihrem Labor heraus, sie öffnet sich und was sie dabei gewinnt, ist eine Perspektive auf ihren Forschungsgegenstand, die sie ohne diese Öffnung nicht bekommen hätte. Und das bedeutet, dass auch die Methoden der Fachdisziplinen, die ihr ja alle zur Verfügung stehen, wir gehen von umfassendem Wissen aus, nicht dazu geführt hätten, diese Perspektive einzunehmen. Und für uns stellt sich die Frage dann vielleicht so: Lernen wir etwas Neues durch unsere eigene Wissenschaftskommunikation? In allen unseren Disziplinen, in den Forschungsdisziplinen, erwerben wir mit unserer Expertise ja eine gewisse Perspektive auf unseren Gegenstand. Und wenn wir Wissenschaftskommunikation betreiben, dann möchten wir ja Menschen diese Perspektive näher bringen. Und wir als Denkste sind zum Beispiel froh, wenn wir Bürgerinnen und Bürgern eine philosophische Art des Nachdenkens näher bringen können. Und gleichzeitig erleben wir auch, dass der Austausch mit Menschen, die in Anführungsstrichen nicht vom Fach sind, sowohl herausfordernd als auch bereichernd ist. Herausfordernd, weil wir die Fachperspektive so klar auf den Punkt bringen müssen, damit sie nachvollziehbar und verständlich wird, inklusive unserer Selbstverständlichkeiten, also der Annahmen, die wir schon lange akzeptiert haben, über die wir nicht mehr nachdenken, die aber für die Menschen, mit denen wir ins Gespräch kommen, unter Umständen ganz neu sind, unter Umständen gar nicht so leicht zu akzeptieren sind. Und bereichernd, schon durch diese notwendige Schärfung, das auf den Punkt bringen zu können oder zu müssen, aber auch, weil diese fachfremden Perspektiven uns neue Ideen ermöglichen könnten, uns neue Aspekte unseres eigenen Forschungsgegenstandes aufzeigen können. An einem klassischen Denksterabend würden wir nicht nur mehr Inhalte bekommen, wir würden nicht nur nochmal abstimmen, wir würden auch nach dem offiziellen Teil gemeinsam in kleinen Gruppen ins Gespräch kommen. Wir würden was Neues lernen. Und wir würden unsere Fachperspektiven mit anderen Perspektiven in Austausch bringen. Und wir würden gute Gespräche führen und eine gute Zeit haben. Und genau das wünschen wir uns für gleich, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und sagen herzlichen Dank.